Hallo, mein Name ist Sandra Martin und ich möchte euch heute unsere Alfresco Share E-Mail-Erweiterung vorstellen. Leider kann es bei einer Out-of-the-Box Alfresco Share-Installation immer wieder vorkommen, dass Benutzer doppelt im System hinterlegt werden. Wir befinden uns hier im Bereich Mitglieder einladen innerhalb unserer Alfresco Share-Site und möchten jetzt den Herrn Meier auf unserer Site als externen Benutzer einladen. Wir laden Herrn Meier mit EY und der E-Mail-Adresse SendMitContentReich als Konsument auf die Site ein und möchten das jetzt gerne an mehreren Meiers demonstrieren. Das kann sich auch auf unterschiedlichen Sites zutragen. Der Holger Meier mit der E-Mail-Adresse SendMitContentReich.de wird jetzt ebenfalls auf die Site eingeladen. Und auf einer dritten Seite beispielsweise könnte jemand den Herrn Holger Meier mit Meier mit EI auch mit der E-Mail-Adresse sam@contentreich einladen. Dieser Herr Meier bekommt 3 Einladungen und wird 3-mal als User im Alfresco angelegt. Wir suchen nach Mitarbeitern, der Herr Meier, der Holger Meier mit EI und der Holger Meier mit EY sind nun als Alfresco-User angelegt. Anders verhält es sich jetzt, wenn der Herr Holger Meier bereits Mitglied unserer Site ist. Holger Meier mit EY ist als Konsument der Site beigetreten und nun wird versehentlich Herr Holger Meier mit demselben Vornamen, demselben Nachnamen und derselben E-Mail-Adresse ebenfalls auf die Site als Konsument eingeladen. Und wir erhalten die Fehlermeldung, dass 0 Einladungen versandt wurden und ein Fehler aufgetreten ist. Leider ist diese Meldung nicht sehr aussagekräftig, denn im Normalfall weiß ich jetzt nicht, worin der Fehler bestanden hat. Dass der Herr Holger Meier bereits als User auf dieser Site oder als Mitarbeiter dieser Site registriert ist, geht aus dieser Meldung nicht hervor. Als Contentreich-Administrator werde ich jetzt unsere E-Mail Invitation Extension aktivieren und wir schauen uns das Verhalten auf der Mitglieder-Einladen-Seite nochmals an. Durch diese Erweiterung wird die E-Mail-Adresse zum Primärschlüssel eines Benutzers. Wir haben die Suche nach Mitarbeitern um die Suche nach der E-Mail-Adresse erweitert. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Suchfeld eine eindeutige E-Mail-Adresse eingeben, werden uns die Suchergebnisse mit E-Mail-Adresse angezeigt. Wir sehen an dem ausgegrauten Button, dass Sally Sample bereits Mitglied der Site ist und dass der Administrator hinzugefügt werden kann. Im unteren Bereich haben wir das Feld E-Mail an die erste Stelle platziert und wenn wir jetzt nach sam@contentreich.de suchen bzw. dieses eintippen und in das nächste Feld springen, wird uns angezeigt, dass der User bereits existiert und die User mit dieser E-Mail-Adresse werden im oberen Bereich eingeblendet. Unsere 3 Meiers mit ausgegrauten Button. Dieser sagt uns, dass diese Meiers bereits Mitglied der Site sind. Wir wechseln daher in den Mitarbeiterbereich, suchen hier nach ME für Meier und finden den Holger Meier. Und im Bereich ausstehende Einladungen finden wir den H. Meier und den Holger Meier mit EI. Sobald wir jetzt in den Einladenbereich zurückwechseln und einen externen User einladen, der noch nicht Mitglied der Site ist bzw. noch nicht als System-User hinterlegt ist, können wir den Vorgang ganz normal durchführen. Das heißt, nach E-Mail-Eingabe springen wir in das nächste Feld. Es wird nichts ausgegraut und wir können den Vornamen und den Nachnamen eingeben und diesen neuen Benutzer auf unsere Site einladen. Des Weiteren haben wir diesen Primärschlüssel auch in die
Login-Maske übernommen. Das heißt, unsere Content-Reich bzw. Alfresco-Benutzer können sich mit Username oder E-Mail registrieren. Repository-seitig haben wir natürlich auch dafür gesorgt, dass E-Mail-Adressen gar nicht mehr doppelt im System hinterlegt werden können, aber diese Prüfung haben wir für diesen Screencast abgeschaltet, sonst hätte ich Ihnen das Default-Verhalten von Alfresco nicht zeigen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Solltet ihr noch Fragen haben oder Anregungen, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Besucht uns doch auf unserer Website www.contentreich.de.